Ja, hallo? Ja, hier ist Willi Krallig. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir aus so weiter Höhe miteinander verbunden sind in hochleistungsempfindlicher Digitalanalyse. Meine Damen und Herren, ich bin hier mit verschiedenen Männern am Raumschiff oben. Da ist einmal der John Glenn. Hi, Jackie System in the house. This is John Glenn. Und dann der Pete Rapp. Hallo, Peter Rapp. Schönen guten Abend. Vielleicht sagen wir mal, wer wir im Allgemeinen sind. Also mich kennt man eh vom Turnier auf der Schallerburg. Ein bisschen Burschen, die weiter dabei sind müssen in den 60ern. Also die Gravitationskraft beim Start damals war ungefähr 2,5 Mal so hoch wie jetzt. Da habe ich viel mehr aushalten müssen. War da die Erde noch dicker, oder? Nein, die Raketen waren viel extremer gebaut. Das war ja mehr eine fliegende Konservenbüchse. Ja, aber drum schaut ja auch dann, ich meine, dein Gesicht schaut relativ aus wie 77, aber dafür, der Körper schaut irgendwie älter aus. Nein, ich glaube aber mein Körper, ich bin jetzt auch 77 und ich glaube, mein Körper ist sicher der älteste von allen dreien. Ja, aber hast du schon mal Rheuma gehabt im kleinen Finger? Also ich habe im Prinzip, ja, Rheuma habe ich ziemlich stark, ja, aber unglaublich viel Gichtanfälle habe ich und sehr grausliche Altersflecken auf der Haut. Also ich habe sicher den ältesten Körper von uns dreien, sicher. Ja, sicher du, nicht. Aber Willi, ich kann nicht mehr Zähne putzen, ohne dass ich inkontinent werde. Ich kann nicht, also ich kann das Zahnbürstel nicht mehr halten. Im Prinzip. Jetzt kurz, dass ich unterbreche, aber schau es bitte mal kurz aus, weil wir müssen da, glaube ich, ein bisschen links, ein bisschen eine Kursänderung machen auf 120 Warte mal, Grad. Wo sind wir denn? Na, schaut aus. Ich sehe nichts, die Cassiopeia, so die Cassiopeia haben wir links vorn, das Narische Himmelsweh. Du kannst dich orientieren, die Cassiopeia, da müssen wir rechts vorbei. Na, seit ich einen grauen Star habe, sehe ich ja nichts mehr, gescheit. Ja, grauer Star. Wie hast du denn? Wie ich wäre so denn froh, wenn ich einen grauen Star hätte. Versuch du mal noch zu sehen mit zwei Glasaugen. Das stimmt. Ich hätte gerne einen Bobal oder irgendwas daheim. Naja, aber sieht dich. Du hast einen Sittich und einen grauen Star, was? Ich habe einen Sittich. Wenn ich lach, muss ich immer husten. Na, dann lach nicht. Ja, aber mein Körper ist wirklich schon, der ist beieinander. Willi, wenn ich so viel beieinander wäre wie du, dann wäre ich wirklich froh. Du hast zu viele Gruppen im Seniorenclub, du möchtest das gar nicht glauben. Der Nationalfeiertag habe ich dich da noch marschieren gesehen, was du auf der Seewiesen oben, ne? War für dich überhaupt kein Problem, vom Parablüberg hin zur Seewiesen. Nein, weil die Jenny hat mir ja gestützt die ganze Zeit. Ja, also ich habe sicher den ältesten, grauslichsten Körper von uns dreien, hundertprozentig. Letztens habe ich ein Achterl getrunken, da hat es mich dann total umgehauen. Ja. Also ich bin so schlecht beieinander. Weißt du, was ich mich immer frage, Willi, wie das ist bei euch in der Sendung, wenn der Herr Alfred, ja? Wenn die da diskutieren und da ein Glaserl trinken, ob das dann ein richtiger Wein ist oder ob das ein Tee ist. Ich weiß es selbst nicht, weil ich ja auch nicht koste. Was ich jetzt nicht weiß, weil es eigentlich so schnell ganz, ich mich gar nicht erkundigt, wo die Küche, was überhaupt zum Essen an Bord ist. Wo gibt's denn da jetzt was? Im Raumschiff. Mir hat die Jenny einen Schweinsbraten eingepackt und außerdem einen Kartoffelsalat. Und das hast du mit, das darfst du nicht an Bord nehmen normalerweise. Ich hab's mitgeschmuggelt. Das wird ja schlecht. Du bist, weißt du, na geh. Blödsinn, das wird ja, wenn wir so überschall fliegen, wird ja das viel schneller hin. Das ist, wie lange hast du das denn im Ding drin, in der, im, nein, wo hast du das denn mit? In einer Plastikschirrl habe ich es reingetan. Erst Willi, das ist doch klar, wenn man überschall fliegt, viermal überschall, wird das viermal schneller halt. Nein, ich habe es in einem Plastikding reingetan. So ganzen, ich habe es ja schmuggeln müssen, das bitte. Das ganze Ding an. Der speibt man aufs Visier vielleicht. So aber sicher nicht. Mehr. Sicher nicht. Du hast ja schon deinen Körper. Manchmal muss ich schon, ich muss schon erbrechen manchmal nach Essen, weil es zu viel ist einfach. Aber bitte pass auf, dass da die Zähne dabei nicht rausfallen. Bei deinen großen Brillen ist auch kein Wunder, dass die Augen größer sind als der Bauch. Ja, das ist richtig. Nein, aber ich habe mir gedacht, das ist ein ganz guter Plan, wie ich es gemacht habe. Ich habe den Schweinsbraten in eine Plastikschirrl gegeben und das Plastikschirr habe ich in ein Kondom hineingegeben und haben mir das im Pop schreien, weil so machen es ja die Drogenspezialisten auch. Und jetzt hole ich es raus. Aber mach das hinten, bitte. Ja, das Kondom kannst du aber nicht mehr verwenden jetzt. Ja, glaubst du, ich gehe mit euch ins Bett und mache einen Sex mit euch? Also ja, sicher ja gar, nicht. Ist ja gar kein Stoff. Wir müssen ja da, so wie es ausschaut, müssen wir da im Sitzen schlafen. Richtig. Aber weißt du, was an deinem Körper offensichtlich am fittesten ist? Nein. Die Uhrwascheln waren so eine schwere Bründerzahn. Gibt's ja. Das stimmt, das ist das Einzige. Aber zum Sex muss ich dazu sagen, ich mache ja keinen Sex mehr, weil mir immer so die Luft wegbleibt.
Glaubst du, ich brauche einen goldenen Orgasmus in meinem Alter? Nein, danke. Nein, danke. Da verzichte ich lieber gleich auf einen Sex und wir gehen halt schön essen, die Jenny und ich. Ich hole jetzt kurz das Essen raus. Du, mit dem öffentlichen Sexverzicht sind mindestens 2,5 Millionen Österreicherinnen erleichtert. Die haben Tag und Nacht Angst gehabt, dass das irgendwann einmal niederreißt. Schau dir an. Ah, jetzt ist draußen. Ist der Michael Schanze auch da? Der Michael, nein, ist nicht da. Hat's Plopp gemacht, gell? Ah, ja, Nein, weil das Ding raus, der Gummi ist jetzt raus. Die Außen aus dem Popsch geholt. So, wer will jetzt was? Ja, sicher nicht. Ganz sauber eigentlich. Magst du was, John? Du, ich hab gerade was gegessen, danke. Haben wir jetzt die Mikrowelle mit? Die ist draußen, schon die mal Mikrowelle, raus. Die Mikrowelle, das ist ja eins von den Versuchen, heißt das, müssen wir überhaupt ausprobieren, ob das funktioniert im Weltall. Weil wenn's den ganzen Weltraum sozusagen zivilisieren wollen, dann muss natürlich auch die Mikrowelle funktionieren, weil sonst hat das Ganze wenig Sinn. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Mikrowelle, also eine reine Alpha-Strahlung, außerhalb der Gravitation irgendeine Wirkung haben soll, kann ich mir nicht vorstellen. Peter? Was ist denn? Hast das Millionenrad mit? Na sicher, das ist ja meine Versuchsreihe, was ich mache. Ja? Dann pack's einmal aus, oder? Und dann spielen wir. Willi, was ich von dir wissen wollte, hast du das Sackerl, was offensichtlich die Endstation von einem künstlichen Ausgang ist, hast du den aus Versuchsgründen mit oder ist das dein Privater? Was meinst du jetzt? Na, das Sackerl, was du da hängen hast mit der gelb-orangen Flüssigkeit, ist offensichtlich ein... Ach so, meine Lulu-Box. Ja. Ist das der private oder ist das nur privat, ja. Die ist privat. Hast du sonst da einen? Die habe ich immer. Die hat mir die Jenny zum Geburtstag geschenkt, zum 97. Ist praktisch, nicht? Du musst nicht so oft aufs Klo gehen. Kannst wahrscheinlich von Wien bis Salzburg durchfahren im Auto. Na, Wien bis Salzburg geht sich nicht aus, weil ich fahre ja, wenn ich selber fahre, ja, die Jenny verbietet es mir immer, wenn ich selber überhaupt fahre, ich brauche ja, mein Gott, wie lange werde ich brauchen? 5-6 Stunden auf jeden Fall, das geht sich nicht aus. Da bleibe ich meistens in Linz stehen in einem Spital und lasse dort ausleeren. Warum nicht? Und wie machen wir das jetzt da? Wo na, aus dem Fenster, das? Oder? Kann man das Fenster aufmachen, damit das Lulu rausgeht? Na, klapp's einmal einfach. Ja? Ja, aber das war Scherz, natürlich kannst du es nicht machen, wird es hinausgesagt sonst. Ach so! Ist ein luftleerer Raum draußen. Du musst dir vorstellen, es sind dort übergroße Staubsauger draußen. So ist das vom Gefühl, wenn wir jetzt das Fenster aufmachen. Nur was machen wir da, wo würden das entleeren letztlich? Na, irgendwo muss hin. Man kann es nicht in den Kondom geben, in den Popsch einstecken. Na, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber das macht ja nichts. Ich habe eine Frage an den John. Ja. Ich habe auch eine Frage. Ja. Nein, jetzt fällt's mir nicht mehr. Ich merke mir nicht mehr so viel. Ich merke mir nicht mehr so viel. Das ist das Problem. Ich fürchte, ich merke... Du musst merken, wo wir hin müssen. Bei der Cassiopeia, Narischen Himmelweh, ungefähr rechts vorbei. Gerade auch schon Cassiopeia, das Narische Himmelweh am Gestirn. Da musst du Narisches Himmelweh? Woran tust du dich eigentlich orientieren? Ich weiß nicht einmal, wo wir jetzt hin müssen auf die Gache. Ich merke mir nichts mehr. Ich suche meine Brille eine halbe Stunde und finde sie nicht. Mama, wer ist denn der Herr mit den Brillen? Na, der Willi. Welcher Willi? Na, Kinder, macht's mir nicht unglücklich, aber ich komme gerade drauf, ich habe meine Brieftasche vergessen. Jetzt ist der Automat... geh bitte, weiß nicht, wer von euch kann man 100er buchen? Peter... Was ist ein 100er? Geld, 100 Schilling, meint er. Oder du kannst das Dollar Peter, ich bin schon so senil, ich kann man das auf dich merken, ich vergesse total. Der Peter borgt sich immer Geld aus. Peter, ich habe da vor einer Stunde einen 100er geborgt. Naja gut, in der Zwitter kann man nicht aus der Hosentasche wachsen, ich habe halt meine Brieftasche vergessen. Ich habe nicht einmal einen Ausweis dabei, wenn einer kontrollieren kommt. Ja, im Weltall passiert das. Na gut, da hast du einen 100er. Merkst das du? Ich merk's mal. Gibst du es wieder zurück? Na sicher gebe ich es dir zurück. Na, dass ich im Geld borge jetzt einen 100er. Wem? Was kriegen wir denn überhaupt? Dem Herrn neben dir, dem Peter Rapp. Herr John, bist was? Du genauso senil der wie Herr ich? Peter Rapp, na schau. Grüße Gott, da waren wir noch jünger, was? Naja, was mich persönlich auch interessiert ist, ich habe mich gar nicht drum gekümmert, aber irgendwas müssen wir eigentlich kriegen für die Aktion. Ich mein, Geld? Ja. Na, das weiß ich jetzt auch nicht. Wieso brauchst du schon wieder Geld, Pete? Das heißt, brauchst du schon wieder Geld, aber immerhin mache ich da auch Arbeit und ich meine, ich bin an sich im Urlaub, aber das muss ja, ich meine, ich wollte ja sonst eigentlich runterfahren nach Charlton, hm? Das muss man ja irgendwie ersetzen. Ja. Die Nase, ich meine, die sind ja eh gestopft, wenn nur.
Sie hat das keiner gemerkt, dass du den Bart noch drauf hast? Du bist überhaupt nicht rasiert? Nein, den habe ich mir durchgeschmuggelt und den gebe ich nicht her. Ich meine, das ist mein Markenzeichen damit. Wirklich? Da haben's, eben, ich frage mich die ganze Zeit, was das ist, warum du so dreckig bist im Gesicht. Das ist dein Bart? Ja. Du hast ja... Du hast deinen ganzen Pelz in der Gosche. Ja, schau, ich meine, das ist mein Lebens mehr oder weniger, das ist mein Markenzeichen, ich kann nicht nach Österreich zurückkommen und die große Chance machen. Na, aber, und bin ohne Bart. Aber Peter, du hast doch eine Zeit lang keinen Bart gehabt. Naja, sicher. Du hast als ausgesehen, kind. Nein, du hast halt, irgendwo hast du nicht vor, nein, mein Gedächtnis, aber du hast du nicht vor ein paar Jahren einmal eine Zeit ohne Bart gehabt? Du hast ausgeschaut wie ausgespieben, genauso wie wenn ich esse, ich muss mir immer noch ein Essen übergeben, weil der Magen nicht mehr so mitmacht. Aber du hast ausgesehen... Kommst du den nicht schon? Hast du überhaupt noch was? Nein, ich habe einen künstlichen Darmausgang. Nein, aber den haben sie da ja zitzerweise. Also ein künstlerischer Darmausgang, wie total schön ist. Also wenn man sich den Popspiel malen lassen kann vom 100 Wasser, würde ich es auch machen. Nein, ich habe nicht vom 100 Wasser. Mir hat das Ding der Arik Brauer ist ein guter Freund von mir. Und der Arik Brauer, mit dem habe ich mich getroffen und der hat mir mitten auf dem Popschein Haus gebaut. Das war sowas von lieb und so schön hat er das gemacht mit so bunte Sachen drauf. Mir gefallen sie alle. Mir gefällt der Brauer, gefällt mir hervorragend und, aber der 100 Wasser, weil du gesagt hast, das ist so, nein, der so schön Wasser gemacht. Ist ja an sich, man, also mir gefällt er nicht. Das ist wirklich, Peter, was ist denn? Naja, der Bauer hat Peter, und was ist die denn, Fahrt in Goschen, was er da und, nein, also mir gefällt er nicht so. Peter, hä? Du. Damit wird ja noch Freiheit der Künstler und ich werde noch meine Meinung sagen dürfen. Sag's einmal. Na, mir gefällt auch nicht der 100 Wasser. Na gut, wenn es mir da nicht gefällt. Na, wenn er dir nicht gefällt, müssen wir es auch akzeptieren. Na, aber er ist ein toller Künstler, der traut sich was noch. Der traut sich was. Schaut euch die Häuser an, die schauen ganz anders aus als die anderen. Total bunt und so, mit Streifen und ach, so. Und das geht bei euch ein Haus, was anders ausschaut. Naja. Na, sagen wir so. Auch ein Popsch von Willi? Naja, gut ist. Da können sie mir, so viel können sie mir gar nicht zahlen. Aber im Prinzip finde ich es angenehm, dass bei mir direkt am Popsch ein 100 Wasserhaus steht, das vom Arik Brauer gemacht worden ist, weil so viele Klo drinnen sind. Und dann ist auch so ein Touristengeschäft, da kann ich mir immer auch die Bücher kaufen. Übers 100 Wasserhaus, das ist praktisch. Naja, sicher, du vergisst es ja, sonst kannst du immer wieder nachschlagen, ne? Hey, Burschen. Was gibt's? Spielen wir mal, ich sehe sie, was du nicht siehst. Na gut, wenn's Lust hast, spielen wir's. Naja, da hat ja der Willi halt, da muss aber der Willi die Brillen aufsetzen dürfen, sonst würde das überhaupt keinen Sinn. Na, das wäre schon gescheit. So, ich sehe überhaupt nichts mehr. Ohne Brillen sehe ich nichts. Ich bin körperlich beieinander wie ein 100-Jähriger. Du, aber, du kannst wenigstens die Brillen aufsetzen, wenn du am Steuer bist, weil das, mir kommt vor, du fährst irgendwo hin. Nur nicht dorthin, wo wir hin müssen. John, gegen meinen Körper. Ist dein Körper wirklich wie der eines 17-jährigen Athleten? Erst bitte, ich bin wirklich ein alter Sock, Knochen. Mich scheppert's auseinander, bitte. Red nicht so laut, sonst blast mich um. Ich höre mich ja selber nicht, wenn ich spreche. Aber ich höre ja nicht mehr gut, bitte. Meine Herren, wisst ihr, was ich euch vorschlage? Dass wir vom Kurs abfliegen und mit dreifacher Überschallgeschwindigkeit gegen die Erddrehung fliegen, weil dann können wir die Zeit zurückschalten. Da könnt's wirklich wieder junge Burschen werden. Nur ist das Problem, wenn ihr dann junge Burschen seid, bin ich nichts. Das kann nicht sein, wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen, dass ich sage, man bin 19, 18, aber 20 schön Jahr. Wär's. Mich begehrt doch keine sicher, Frau mehr. Davor, du kommst heim, ich wollte gerade sagen, und die Jenny sieht dich, ne? Ich sage euch etwas. Das ist ein altes Lude für dich dann, ne? Die Jenny kauft sie daheim, kauft sie sich ein News und fängt da zum Wichsen dabei. Das ist doch für mich ein Niedrigend, bitte. Die schaut sich am News-Cover die Männer und die jungen Burschen in Reinhold Messner oder wie auch immer. Und bitte, mich greift sie nicht mehr an. Aber ich würde mich auch nicht mehr angreifen. Meine Haut ist bitte... Ja, ich wollte dir sagen, du kannst froh sein, dass die nicht angreift, weil ich meine, das kann ja letal enden an, ne, wenn es dann ein bisschen härter hingreift und dann vielleicht die künstliche Leber. Ich mache ja eh nichts mehr. Seit 50 Jahren ist meine große Angst, am goldenen Orgasmus zu sterben. Und deswegen habe ich so lange keinen Sex mehr gehabt und ich will auch keinen haben. Nein, danke. Hast du keinen Sex? Hast du vorgekriegt, dass du deine Schnitzelsemmel in einen Kondom im Bob gesteckt hast? Das ist doch kein Sex, das ist Transport. Aber was, ich bin dir für deine Offenheit so dankbar, weil das werden 2,5 Millionen Österreicherinnen so erleichtert auffassen, dass du keinen Sex mehr haben willst. Die werden sie endlich wieder sicher und entspannt auf die Straßen dran. Willi, ich danke dir für deine Offenheit. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Offenheit, weil du zum Mund gelegen bist auf dem Rücken und auf dem Popsch.
Der Dekubitus ist wirklich stolz. Ich bin jetzt gespannt, wie der im luftleeren Raum, ob wir den schneller wegkriegen. Da müssen wir halt viel schmieren. Ne? Und du hast ja den Wassersessel, das schaut schon gemütlich aus. Ein bisschen, ne? Es geht. Das letzte Mal, wie ich auf einen Holzsessel gesessen bin, habe ich einen Muskelkater gehabt am Popsch. Ich kann halt nicht mehr mit den Jungen. Was soll ich machen? Du hast nur Muskeln, das letzte Mal, wie ich atmen habe müssen, selber bin ich in Ohnmacht gefallen. Ohne eiserne Lunge würde ich überzeugen. Aber John, du schaust verboten gut aus für dein Alter. Ist alles geschminkt. Welche Amerikaner bist du? Immer die Amerikaner. Sind die immer geschminkt, die Amerikaner? Das ist schon wegen die Shows, was haben und so. Sind ja immer auf Babys. Aber Peter, bist du nicht beim Millionenrad geschminkt oder bei der großen Chance? Ja. Der Bart auch? Der Bart ist der echt jetzt? Bart ist echt, natürlich. Wirklich? Mir wächst keiner mehr. Mir wächst keiner mehr. Und wenn mir ein Bart wächst, ja, dann kriege ich so einen Ausschlag im Gesicht. Ich wollte mir gerade was aus dem Automaten nehmen, ich komme drauf, ich habe mein Geldtaschel nicht mit. Kennst mir du vielleicht einen Hunderter oder irgendwas geben? Du Peter, was, brauchst du einen Hunderter? Ja. Du, ich borg da 200 Schilling, aber dann lass mich in Frieden in Zukunft. Ich borg da permanent Geld, fällt dir das nicht auf? Ich hab gehabt, du merkst da nichts. Das ist nein, richtig. Ich merke mir gar nichts mehr. Ich bin halt noch in einem anderen Alter, ich kann halt noch mehr essen und... Das kostet ja da in Amerika. Ich habe ja ich gewusst, bitte, dass man auf den Raumschiff selber zahlen muss, ist fürs Essen. Na, hast du keine Kreditkarte mit? Die kleinen Flaschen. Ich habe mein ganzes Portemonnaie daheim lassen. Da gibt's ja Bankomaten, ist eh noch im Raumschiff. Ja, wenn ich mein ganzes Portemonnaie daheim lassen habe. Ja, die Bankomaten. Du hast aber nie dein Geld dabei, Peter. Das muss ich dir schon jetzt einmal sagen. Na, ich brauch's ja normalerweise nicht. Ich kann nicht wissen, dass man da für die Ampullen noch zahlen muss. Ich meine, ich habe ja gar nicht gewusst, dass man auf Cape Canaveral kommen, oder schon, aber nicht, dass man dann wirklich wegfliegen. Na gut, ich gebe dir jetzt 200 Schilling, aber dann gib einen Frieden bitte, oder? Und schnau das nächste Mal den John an. Letztens habe ich wieder so Kreuz gehabt und war beim Chiropraktiker. Das ist doch ein Kreuz. Herrlich. Ja, ich bin so schlecht beieinander körperlich. Und dauernd kommt man aus. Aber habt ihr gehört, den zuerst einmal rausgekommen ist, wie die Leute applaudiert. Die haben so applaudiert, wie noch nie. Na bitte. So, jetzt machen wir das Experiment, oder? Du musst einmal stehen. Ich bin schon stehen geblieben. Ach so, na, das war ja alles so statisch. Im Verhältnis zu einem Fixsternsystem merkt man das nicht. So, jetzt bau auf einmal das Millionenrad. So, da bauen wir es auf, da so, da muss ich den Strafen aufmachen, da haben wir einen Imbusschlüssel mit, so, dann geht es da in die Hände, da haben wir die Millionenpreise, da ist der 10.000 Schilling Preis, so, das geben wir jetzt dazu, das gehört zu dem roten, so, da, das schraube ich da zusammen, so, das haben wir schon, so, da tue ich das, siehst du, dann wie wir dabei sind, kein Schraubenschlüssel, aber haben es auch nicht gemerkt, von der Nase habe ich mitgeschmuggelt. Wo hast du den wieder gehabt? Naja, das sag ich lieber nicht, das ist mein persönlicher Trick. Na bitte. Ja, aber dann tun wir es einmal jetzt, gehen wir aus in den luftleeren Raum. Machst du mir die Schleuse? Ja. Schleuse auf. Check the system. Ich schaff's nicht mehr. Geh komm, ich kann ja nicht aus, ich will hier auf. Der Regel geht so schwer auf. So, dann gehen wir da raus. So, jetzt ist natürlich Folgendes. Die These ist von dem ganzen Versuchsanordnung, wenn ich jetzt das Millionenrad in Bewegung setze, dass wir im luftleeren Raum sind, dass da überhaupt kein Widerstand ist und dass das eigentlich bis in alle Ewigkeit sich dreht. Ne? Logo klaro. Das macht natürlich meine Sendung zunichte. Ja. Es kann keinen Sieger mehr geben, weil das Radl nie stehen bleibt. Das heißt, das ist eine Versuchsanordnung, wo ich eigentlich letztlich meine eigene Existenz gefährde. Das wäre blöd. Das kann ich nicht machen. Verdienst das du kein Geld mehr? Das kann ich nicht einmal die Amerikaner von mir verlangen, das mache ich nicht. Mach ich nicht. Okay, wenn du das machst, kriegst du von ihm 10 Schilling und von mir 10 Schilling. Ist 15 insgesamt. Geht deshalb nicht, weil ich muss dazu sagen, dass ich, wenn ich jetzt meine richtige Existenz gefährde, dass ich an sich mehr verdiene. Was kriegst du denn für ein Millionenrad, Peter? Naja, das ist jetzt am Kultursender, Jugendsender, schwierig zu sagen, weil man dort bekanntlich Kage. Gagen gezahlt werden, aber ich bekomme pro Sendung 100.000 Schilling. Sehe nicht so arg, eigentlich. Naja, ein bisschen was kann man schon anfangen damit. Wie oft machst du Sendung? Jede Woche einmal. Das heißt, du verdienst pro Woche nur 100.000 Schilling? Dann musst du mit der Sendung, mit dem Glücksrad. Mit Millionenrad. Ich habe glaube jeden Champions. Tag, dann wäre es okay. Aber dann wäre es in Ordnung. Was machst du denn sonst noch? Champions. Spotlight machst du auch noch? Spotlight ein bisschen zwischendurch. Dann selber singen. Ich singe im Austria Wien Fanchor. Hey, hey, Prohaska, wie machst du das denn bloß? Hey, Prohaska, hey, hey, Prohaska,
Du bist einfach groß, hey Prohaska, hey hey Prohaska, wie machst du das denn bloß, hey Prohaska, hey hey Prohaska, du bist einfach groß. Du schießt den Ball wie kein Zweiter, direkt mir auf den Fuß. Ich kann damit dribbeln, doch nicht so gut wie du. Du schießt den Corner, du schießt den Elfer, alles geht auf den Punkt. Der Tormann hat keine Chance, der Trainer steht auf dich. Hey, hey, Prohaska, wie machst du das denn bloß? Hey, Prohaska, du bist einfach groß. Hey, hey, Prohaska. Schönen Haaren, du gefällst mir so gut und du bist so sexy, hey Prohaska, ich würde so gern mit dir einmal Kaffee trinken gehen, denn du trinkst den Kaffee und hast keinen Bart, er macht deine Zunge schwarz und ich möchte mit dir Kaffee trinken und nachher mit dir schmusen, nachdem du eine Zigarette gehst. Geraucht hast. Du bist einfach groß. Und das ist sicher irgendwo, das ist also einerseits Leidenschaft, andererseits Profession, da ist sicher... Das Singen, das machst du eh gut, das Singen. Na, super. Gut. Erst kommst du mal nicht in die Ohren. Erst Peter, macht, komm mal aufs Turnier von der Schallerburg. Nein, ich war ja schon mal, das hast du vergessen, ich war also, ja schon mal. Ich merke mir überhaupt nicht. Das sind ja andere auch öfters, habe ich gesehen. Ja? Der Ding da, wie heißt der denn da? Wie heißt der Opernstar, der Blonde, der auch Jazz singt? Ah, da, Peter Hoffmann. Ja, das ist ein Opensinger, wie ich mir vorstelle. Lässig, der kann er mit den Jungen mit und singt nicht als Schlager oder kannst der Peter Hoffmann ist so ein Netter, das ist toll. Ja, das finde ich ja super, wenn die Größen dann wirklich auch Sachen hören, die sich der normale auch hören kann. Der singt super. So Long and Winding Road von den Beatles war total super. Der singt die Beatle-Lieder besser als das Liverpool-Quartett selbst gemacht hat. Und ich glaube, der ist ja auch mit einer Sängerin verheiratet oder zumindest mit einer Lea. Mit der kleinen Claudine Dessous oder irgendwas Französisches. Die Claudine Dessous. Laura Brennigan. Wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht ganz. Laura Brennigan. Céline Dessous. Stell dir vor, du hast einen Adventkranz und eine von den Kerzen heißt Laura und das geht da aus, das Licht. Dann sagst du, was sagst du dann? Laura Brennigan. Ach so, wenn du Amerikaner bist, das stimmt. Wenn du Amerikaner bist, das ist sicher. Gibt das haben sie Freiheiten, die Amerikaner. Da gibt's keine Zäune und so, das ist schon positiv. Wie im Weltall. Dann wollen sie auch, ich sag dir was, die Amerikaner, John, dein Volk, ja, ist der was von Sirik. Wenn sie könnten, würden sie sich das ganze Weltall kaufen. Aber es geht ja nicht rein. Der Amerikaner hat sicher seine Vorteile, aber er ist auch, also, ich meine, du hast keine Zäune, ne? Weil das ist ja schon, du hast keine Gärten, also bei den Gärten keine Zäune. Andererseits kriegst du es auch nicht mehr aus. Wenn sie einmal in der Wohnung herin sind und du willst eigentlich nicht, dass da sind, kriegst du keine Chance mehr. Die setzen sich hin, hucken sich hin, nehmen sie ein paar Sandwich. Wir haben einmal einen Amerikaner. Ja, es ist mir passiert. Die Jenny und ich waren einen amerikanischen Freund dann gemeinsam eingeladen. Ist die Jenny aus Amerika? Die Jenny Pippel, meine Frau, die ist ursprünglich aus Amerika, mütterlicherseits, deswegen auch Jenny, ist sie Amerikanerin, ihre Mutter war die Jenny Garfield. Und Ihr Vater war bei Village People, oder? Der Vater war bei Village People der Baggerfahrer. Deswegen die Jenny, das war so komisch, die Jenny, das erste Mal, wie wir uns kennengelernt haben, haben sie mir ja schon lange den Führerschein weggenommen, weil... Da haben sie mich aufgehalten auf der Straße und ich habe... Du bist langsam gefahren, hast den Verkehr wieder aufgehalten. Ich bin auf der Südautobahn gefahren, ich war nach Graz unterwegs und bin zum Mittag weggefahren. Um Punkt 12 bin ich weggefahren und dann haben sie mich in Wiener Neustadt um 3:30 aufgehalten. Und ich war lang unterwegs und der Polizist hält mich auf und ich bleib stehen und sagt, sie müssen über 40 Stundenkilometer fahren auf der Autobahn. Ich bin mit einem 20er gefahren, aber ich lasse mich auf das Abenteuer-Autofahren nicht mehr ein. Und da habe ich meinen Führerschein weggenommen und das erste Mal, wie die Jenny und ich uns getroffen haben, habe ich gesagt, ich treffe mich gern mit Ihnen, junge Frau, aber Sie müssen mich abholen. Und die Jenny holt mich ab und läutet bei meiner Villa am Tor und steht da draußen ein riesengroßer Bagger und die Jenny sitzt da drinnen und ich habe vorne in der Schaufel sitzen müssen. Na, ich habe sofort da das Auto gekauft. Wisst ihr was für eins? Ein Kind, nicht weiter. Nein? Wollt ihr wissen, was für eins? Nein, ich will wissen, mich würde jetzt nämlich auch interessieren, gesagt, ich habe es jetzt ganz vergessen. Du hast vorher gesagt, du bist mit einem 20er gefahren und ich brauche gerade einen...
weil ich weil ich mir Zeitung kaufen will. Also Peter, habe ich dir nicht erst Geld geborgt? Das habe ich schon konsumiert, ich meine. Das kostet ja, was hat das gekostet? Ich habe mir vorher gekauft an Toast und eine Leberkassemme und das kostet in den NASA-Automaten kostet zusammen also knapp $18.50 hat das kostet und das Ganze, der Rest ist für die Bankkommission draufgegangen. Aber John, jetzt borg du immer mal was. Dann borg mir du was. Ich habe nur $1 da. Ja, das geht ja, solange man... Eigentlich lustig, nicht? Wo soll man da eigentlich, okay, sind wir im nicht politisch abgegrenzten, okay, Raum? Ich bin ja, weißt du, wie das Sinn macht, Freude. Na, wir können uns ja kaum verfeuern, und? Naja. In der Klapperkisten. So, meine Herren, ich muss mich schon langsam schlafen legen. Ich kann nicht mehr so lange aufbleiben. Na gut, wer fährt jetzt von euch weiter? Naja, also... Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, wie es geht, ehrlich gesagt. Machst du jetzt das Schlafexperiment, dass du jetzt bis zum Ende der Mission durchschlafst? Ich brauche jetzt auf jeden Fall meine 12 Stunden. Ob du das schaffst, ne? Das ist vielleicht leichter für uns, weil... Meistens, wenn ich mich hinlege, habe ich Angst, dass ich nie wieder aufwache. Bis jetzt hat es noch immer funktioniert, aber... Du, beim Schlaf sterben sie das Schönste eigentlich, du merkst nichts. Ich sage immer, der Tod ist was, dem muss man ins Auge blicken, der Tod ist nichts Schlimmes. Das ist ein anderer... nichts mehr. Bei deiner ist sicher mehr auch nicht. Nein, aber ich sage euch was, solange es kein goldener Orgasmus ist, ist mir alles recht. Na, den wirst du heute, also bestimmt nicht. Du willst ganz nachschauen, aus dem Bob vielleicht noch eine Cola, ich habe einen Durst. Ich schaue nach, ich schaue jetzt rein, Moment. Und du den Sackel ausladen. So. Ja, nett, dass du in der Früh in der Suppe aufhörst. Da hast du jetzt dein Cola. Danke. Brauchst du noch was, John? Ich bin der John. Er ist der John. Ach so. Ich brauche halt nur einen Hunderter, weil ich will mir noch Zigaretten. Gut. Dann borge ich da jetzt noch einen Hunderter. Na, geh bitte nicht, fang zum Chicken jetzt auch an. Nein, ich kaufe nur das Backel, weil es da günstiger sind. Du brauchst ja, das ist ja Steuer, da ist ja kein Steuer drauf da heraußen. So, du hast jetzt einen Hunderter, du hast dein Cola und jetzt schlaft's gut und träumt süß von saure Gurken.